Heute geht es um erneuerbare Energie in Entdecke Rheinlahn. Dazu begeben wir uns raus in einen Windpark der Region und treffen die Vorstandsmitglieder von Pro Regionale Energie EG. Ja, die Energiegenossenschaft wurde in 2009 gegründet von Leuten, die ökologisch interessiert sind, am Thema erneuerbare Energien schon seit Jahren arbeiten, also aus der Agenda 21 zum Teil heraus vom BUND. 5 Gründungsmitglieder hatten wir da, die ganze Genossenschaft die Gründung initiiert haben. Aus dieser Gründung heraus, wie gesagt, vor 5 Jahren, im April 2009, ist diese Genossenschaft entstanden mit der Idee, bei regionalen Energieprojekten in der Region, hier im Kreis, mitzuwirken und da die Bürger mit einzubinden. Die Proregionale Energie EG ist eine Genossenschaft, die in Anlagen zur Erzeugung von regenerativer Energie investiert. Zweck der Unternehmung ist die Planung, Finanzierung und der Betrieb dieser Anlagen mit Bürgerbeteiligung. Also wir arbeiten natürlich nicht nur an Großprojekten, wir sind langsam gewachsen. Wir haben mit kleinen Projekten im Bereich Photovoltaik angefangen, auf kreiseigenen Gebäuden beispielsweise. Der Rhein-Lahn-Kreis hat uns in der Ausschreibung Projekte zur Verfügung gestellt, die wir dann angepachtet haben. Und wir haben dann nach dem Regionalprinzip zunächst die Bürger in der Region, das heißt am Standort dieser Anlagen, beteiligt. Jeder kann sich an der Genossenschaft beteiligen und Mitglied werden. Jedes Mitglied besitzt ein Stimmrecht, unabhängig von der Anzahl der Anteile. Gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Den Ausbau erneuerbarer Energie in der Region für eine zukunftsfähige und sichere Energieversorgung. Das ist das Ziel der Proregionale Energie EG. Ja gut, die Proregionale ist also mehrgleisig aufgestellt. Wir haben gestartet durch die Photovoltaik oder Solarenergie, wollen jetzt uns in der Windkraft einen Namen machen und das anbieten. Dann ist auch die dritte Sparte, sind Blockheizkraftwerke, die wir gerne angehen möchten. Und das sind diese Sparten, die wir gerne besetzen möchten und auch den Bürger zugänglich machen möchten. Die Hauptgeschäftsstelle von der Proregionale Energie EG befindet sich in Dietz im Gebäude der Volksbank. Aber weitere Informationen über die Genossenschaft bekommen Sie natürlich auch im Internet. Sie können mit uns in Kontakt treten über unseren Internetauftritt und dann über unsere Verbundspartner, die Volksbanken in Idstein und der Taunus, in Limburg sowie auch Rheinland. Also einfach mal reinklicken und sich informieren. Ein wichtiges Thema, das uns alle angeht. Entdecke Rheinlahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Die Beitragsreihe Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis finden Sie jeden Dienstag und Donnerstag in unserem Programm.